Die besondere Lage Würzburgs im Maintal war wohl der Grund für die frühe Besiedlung. Die Stadt liegt eingebettet in Muschelkalkfelsen an den Ufern des Mains. An diesem Ort gab es früher eine Furt, eine seichte Stelle im Fluss, über die man auch mit schwerem Gepäck oder Wagen auf die andere Flussseite gelangen konnte. Mit dem Festungshügel existierte ein leicht zu verteidigender Berg, der im Falle eines feindlichen Angriffs allen Menschen Schutz bot. So siedelten die ersten Würzburger am Fuße der Festung. Als die Siedlung größer wird, weichen die Menschen auf das andere Mainufer aus, wo sich heute die Altstadt befindet. An den steilen Flusshängen des Mains wachsen erdbetonte, kräftige Frankenweine, die bei Kennern und Feinschmeckern hoch im Kurs stehen. Schon Goethe wollte den berühmten Steinwein nicht missen und bestellte direkt mehrere hundert Flaschen Wein, deren Wirkung heute in Gedichten und Literatur bewundert wird. Der Würzburger Stein ist der bekannteste Weinberg der Stadt. Seine geschützte Südlage lässt dort seit Jahrhunderten die besten Trauben wachsen. Im Herbst breitet sich eine melancholische Atmosphäre aus. Der Dunst des Mainwassers verklärt die Weinberge in einer mystischen Stimmung. Doch gerade dieser Dunst schützt die Trauben vor früh einbrechendem Frost und ist eine wesentliche Voraussetzung für den Weinanbau in Franken. Die Weine werden in den großen Weingütern in der Innenstadt verkauft. Bürgerspital, Juliusspital und staatlicher Hofkeller sind klangvolle Namen, die mit der ruhmesvollen Weingeschichte in Zusammenhang stehen. Die beiden Spitäler und der staatliche Hofkeller sind gleichzeitig das zweit-, dritt- und viertgrößte Weingut Deutschlands, was die Bedeutung des Weins für die Stadt erahnen lässt.